So, und jetzt kommen wir zur Testreihe der Super Bowler 1. Und zwar habe ich da von Weco. Sieht aus wie das ältere Warenzeichen, ne? Egal. Von Leslie, von Panda und von PyroArt dieses Mal. So, fangen wir an, die mit die von Weco. Die haben eine NEM-Angabe von. Da müsste ich jetzt gucken. Das ist, wird jetzt schwierig. Warten Sie mal. Warten Sie mal. Das steht nicht drauf. Nein, das steht nicht drauf. Wissen nicht. Dann haben wir bei des Leslie Super Bowler 1 9,76 Gramm. Hier oben steht's. Bei der Super Bowler 1 haben wir eine NEM-Angabe von 1,8 Gramm pro Böller. Und bei dem von PyroArt haben wir eine NEM-Angabe von 9,6 Gramm aufs ganze Päckchen verteilt. Das ist die Testreihe mit den, ich glaube, ja nicht mit den meisten, aber wo ich noch ein paar mehr davon hatte oder kriegen konnte, je nachdem. So, dann würde ich sagen, springen wir zum Test über. Bis gleich. So, jetzt kommt die Super Bowler 1 von PyroArt. So, jetzt kommt die Super Bowler 1 von Panda. So, jetzt kommt die Super Bowler 1 von Vico. So, jetzt kommt Super Bowler 1 von Leslie.